Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute geht es mal um das Thema Ernährung, aber auch, was das Dunkelfeld uns darüber berichten kann, ob unser Körper auch eben Dinge gut verträgt, aufnehmen kann und woran man vielleicht auch im Körper erkennen kann, dass gewisse Dinge in Schieflage sind. Das alles bespreche ich heute mit meinem Gast, der schon über 50.000 Dunkelfelddiagnostiken gemacht hat. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Karl-Heinz Wickert. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Karl-Heinz. Schön, dass du da bist. Du hattest ja Alexander in der Swiss Mountain Klinik kennengelernt. Ja, richtig. Mhm. Und bildest ja auch dort die Ärzte aus in der Dunkelfelddiagnostik. Mhm. Und heute wollen wir uns mal wirklich diesem Thema Ernährung widmen. Und ich versuche wirklich schon, ich habe bestimmt schon 10 Ärzte gefragt, ob sie mir erklären können, was passiert, wenn man den Quark mit Leinöl mischt. Und jetzt im Vorgespräch hast du gesagt, ja klar, kann ich erklären. Und ich sage, Gott sei Dank. Ja, erstmal muss ich sagen, ich habe Frau Dr. Budwig noch selbst kennengelernt. Mhm. Ich war mal bei ihr mit Patienten. Und bevor wir mit dem Patienten gesprochen haben, hat sie gesagt, damit das jetzt ganz klar ist, wenn der Patient gleich mit mir spricht, der soll ja nicht anfangen, ist Milch gut und so weiter. Also die konnte es nicht mehr hören. Mhm. Also jeder, der kommt, sagt, ja, Milch ist ja unverträglich und so weiter. Erstmal muss man davon ausgehen, Quark ist erstmal keine Milch, das ist klar. Aber das Besondere ist daran, dass der Quark mit dem Leinöl, wie sie das ja gemacht hat, die hat ja vielen tausend Menschen damit geholfen, wenn ich den zusammenrühre, dann gibt das eine Verbindung geht damit ein. Und das ist kennen wir aus dem Chemieunterricht, es gibt zwei Arten. Es gibt ein Gemenge, das heißt, ich mische was und kann das wieder trennen. Das ist ein Gemenge. Aber eine Verbindung ist ein Stoff mit neuen Eigenschaften. Und dadurch hat das auch nichts damit zu tun. Also Leute, die auch Kuhmilch nicht vertragen können, können den Quark mit Leinöl nehmen, weil der Stoff ist ein Stoff mit neuen Eigenschaften. Und neue Eigenschaften sind eben die, dass es für die Zellmembran entscheidend ist. Das heißt, wir erreichen damit, dass wir die Elektronen beschleunigen und gleichzeitig, dass die Zellmembran, die wir bei den Zellen ja haben, da muss ja immer der Austausch sein, dass die guten Stoffe rein und die schlechten wieder rausgehen, das wird wieder stabilisiert. Und das kann man sehr schön im Dunkelfeld oft sehen, dass viele Leute durch vielleicht verkehrte Ernährung diese Zellmembran eben nicht richtig stabil haben. Mhm. Und wenn die länger Zeit, das kann man ausprobieren, Quark mit Leinöl genommen haben, dann sieht man, wie die wieder richtig stabil werden. Und für die Elektronen beschleunigen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und es hat ungefähr so ein, wir kennen ja alle, dass Leute bei gewissen Erkrankungen oder Brustkrebs dieses Tamoxifen, glaube ich, heißt es, nehmen. Und da gibt es Studien darüber, dass der Quark mit Leinöl die gleiche Wirkung hat, natürlich eben ohne diese Nebenwirkung. Das ist schon eine spannende Sache, auf jeden Fall. Da gibt es eine Klinik, glaube ich, in Deutschland, ich glaube Aiblingen, die sogar in ihren Unterlagen das reingeschrieben haben, die das auch machen. Ne? Ah ja, ne? Super. Ich hatte da mal so einen Selbstversuch mäßig, ich bin sehr empfindlich, was zu Kuhmilch angeht, ist nicht so meins. Wenn ich Quark pur esse, habe ich auch immer so einen komischen Nachgeschmack. Das kann so ein sein, bisschen der stumpf, der stumpf war ja. Ja, also es tut mir nicht gut. Wenn ich es mit Leinöl mische, dann habe ich diesen Kuhgeschmack gar nicht mehr, diesen gammeligen. Genau. Und ich vertrage es super gut und mein Körper will das wirklich haben. Richtig. Dann gibt es natürlich noch der Verstand, der sagt, oh Gott, jetzt hast du natürlich in diesen Kuhmilchgeschichten Hormone, Eiter. Ist klar. Ändert sich das auch in dieser Verbindung? Ist eine neue Verbindung mit neuen Eigenschaften. Mhm. Und dadurch hat das nichts mehr mit dem zu tun. Deshalb können das auch Leute, die Milchunverträglichkeit haben. Die Frau Budwig hat gesagt, sie hat nie einen gehabt, der das nicht vertragen konnte. Und auch ist auch schlecht, wenn die Leute sagen, dann nehme ich Ziegenquark oder so. Es muss eigentlich Kuhmilch sein. Das hat sie in ihren Arbeiten immer reingeschrieben. Ich habe also alle Bücher gelesen und sie hat ja auch viel Ärger bekommen, muss man sagen. Aber interessant ist, wenn man das ein Buch von ihr liest, was sie da nach ihrem ganzen Prozess, in die sie geführt hat, weil sie immer so ein bisschen, sie war ja Chemikerin, als Scharlatan dargestellt worden ist, da hat in dem letzten Buch hat der Staatsanwalt, der sie angeklagt hat, das Vorwort geschrieben. Das fand ich schon beeindruckend, dass er wirklich erkannt hat, dass die Frau recht hatte. Ne? Und die ist auch 94 geworden, war eine sehr taffe Frau, sonst hätte man nicht durchhalten können. Es ist eine ganz tolle Sache. Und ich muss sagen, da muss man jetzt auch wieder drauf achten. Das habe ich am letzten Mal auch schon mal drauf hingewiesen. Entscheidend ist, welches Leinöl ich nehme.
Also wir kaufen das von einer Mühle, wo das noch mit der Hand gekurbelt wird. Mhm. Alles andere wird, leider muss man sagen, das geht gar nicht anders, mit elektrischen Pressen gemacht werden. Und dann oxidiert das natürlich schon. Das ist auch ein großer Unterschied. Also wenn ich jetzt irgendwelche Firmen, Schneekoppe, die alle heißen und so weiter, auch diese Rapunzel, so, es muss, sollte eigentlich das sein von der Handmühle. Also wir haben diese Firma, die ist eine ältere Dame, die macht das schon, kenne ich jetzt schon seit 40 Jahren. Und dann habe ich gesagt, Mensch, die müssen mal mehr produzieren. Nee, sagst du, wenn ich ins Internet gehe, dann muss ich das, kann ich mit der Hand nicht mehr machen, dann muss ich das elektrisch machen und das ist nicht mein Ding. Und das finde ich schon toll, dass jemand überhaupt bereit ist, das zu machen. Mhm. Nee, und das ist das Entscheidende. Und man muss es in dunklen Flaschen abfüllen, das ist meist in braun. Und man kann es einfrieren. Es taut wieder auf. Wir kaufen immer so 10 Flaschen ein, weil wir auch Portokosten sind. Und dann frieren wir das ein. Und wenn ich das brauche, nehme ich das einen Tag vorher und stelle ich es in den Kühlschrank. Und dann kann man es super nutzen. Ich nehme so auf ein, zwei, jetzt so viermal in der Woche den Quark mit als Mittagessen. Und dann nehme ich immer so ein 250 Gramm Quark. Mhm. Und dann mache ich 2 Esslöffel Leinöl rein. Und das rühre ich dann um. Und man kann, wenn man, das hat die Budwig auch geschrieben, wenn man keine schwere Erkrankung wie Krebs hat, dann kann man auch Kohlenhydrate reinnehmen. Also man kann Marmelade oder irgendwas reinnehmen. Mhm. Und aber wenn man natürlich so eine Erkrankung hat, dann sollte man die Kohlenhydrate weglassen. Das wissen wir auch, dass bei anderen Krankheiten auf jeden Fall ganz wichtig ist. Da hatte ich auch den Versuch gemacht. Ich hatte das Obst in den Quark gemacht und dann das Leinöl rein und dann entsteht diese Verbindung nicht mehr. Nein, man muss, genau, also man muss richtig, wirklich nur den Quark mit Leinöl nehmen. Und dann muss man erst verrötern und dann erst, macht das andere rein. Genau, das dann ist kommt die chemische Reaktion. Ja, dann ist die chemische Reaktion da. Ja, ja, also es war ganz spannend, wie man das wirklich direkt richtig, merkt. Ne? Ja. Aber das muss man auch wiederum sagen, da sagen die Leute immer, dass gerade bei Öl, weil gerade bei Öl sind, auch mit dem Fischöl ist das ja so eine Sache. Da wird ja auch immer, gibt es ja Kapseln, was nicht alles gibt. Aber Professor Scharki, das ist ein sehr Experte in Deutschland, also der ist Kardiologe auch, und der hat ganz klar nachgewiesen, du musst das Öl mit der Nahrung aufnehmen. So ist eigentlich auch korrekt. Mhm. Also über einen Salat, meistens am besten noch mit Eiweiß dazu, dann wird es besser aufgenommen. Weil gerade das Omega-3-Öl vom Fisch oder jetzt, wenn einer Veganer ist, gibt es ja auch von den Algen. Mhm. Das ist ja dann höher dosiert, weil es der Fisch ja die Alge frisst. Also das heißt, der verbraucht schon einiges davon. Das meiste verbraucht unser Auge. Das wissen die Leute gar nicht. Mhm. Und dadurch kriegen die Makuladegeneration, die wir heute haben, das hängt mit an. Und wenn man irgendwo liest, kaltgepresste Öle oder Erstpressung, dann heißt das nicht, dass das alles kaltgepresst ist. Ich kann es vorher heiß pressen. Mhm. Oder ich kann es sogar reinigen, mit Benzin reinigen und kann dann draufschreiben. Also man muss schon sehr aufpassen. Ja, ja, also mein Öl ist wirklich... Öl ist schon ein Geheimnis für sich, aber auch das von, sage ich jetzt mal einfach, San Omega-Öl ist sehr gute, weil das sind aus Kaltwasserfischen, die in der Tiefe sind. Und das ist natürlich wichtig. Die nicht so schadstoffbelastet. Ne? Ja. Aber ich glaube, wir müssen immer so abwägen. Also wir werden in dieser Zeit heute nicht alles hundertprozentig kriegen. Man muss so einen Mittelweg finden dafür. Ne? Aber Leinöl und Quark ist für eine Sache gut. Wir brauchen aber auch Fischöl oder beziehungsweise Algenöl. Wir brauchen beides. Wir brauchen diese Omega-3-Öle, weil wir haben heute in unseren fast allen Fertigprodukten haben wir immer diese Omega-6-Öle und die belasten unser, die machen, führen die Entzündungsprozesse. Deshalb haben wir so viele, man sagt ja, inflammatorische Prozesse. Das heißt, wir haben so viele Entzündungsfaktoren heute durch die Ernährung. Ne? Da würde ich jetzt noch kurz die Brücke schlagen zum Dunkelfeld, was du in genau dieser Kombination feststellen kannst. Also wir können einmal, wie ich jetzt schon gesagt habe, in der Zellmembran, das kann man gut sehen, dass die Leute eben, wenn die das Leinöl längere Zeit genommen haben, ich meine auch, wenn man es nicht jetzt wissenschaftlich belegen kann, aber man sieht ja optisch, dass es so ist, dass es viel besser wird und die Leute fühlen sich auch ganz anders. Und wir können natürlich oft sehen, wenn die Leute irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ob die dem Körper was bringen oder nicht. Das heißt, wenn es nicht bringt, dann entsteht so ein Stressfaktor und dann reguliert der Körper das gar nicht. Also man kann das schon sehen. Man kann jetzt natürlich so einzeln sagen, ich habe das oft bei Leuten gemacht, die mir dann irgendwie mit neuen Sachen wieder kamen. Ich sage, pass auf, wir nehmen dir jetzt mal Blut ab und dann nehme ich das mal 14 Tage und dann gucken wir, wie es aussieht. Mhm. Und dann kann man erkennen, hat es was mir gebracht oder nicht. Aber der Grundschlüssel, und der ist, glaube ich, nicht so ganz, kommt immer richtig raus. Du brauchst, um das Regulation hinzubekommen, brauchst du immer die Aktivität dieser weißen Blutkörperchen. Weil die würden ja dann, wenn was aufkommt, auch wieder abbauen. Und deshalb muss man ja auch nüchtern kommen. Weil wenn die Leute zum Beispiel was gegessen haben, dann haben sie ja die Verdauungsleute, dann sind die Leukozyten ja aktiv, die müssen ja auch aktiv sein. Und das ist der Unterschied. Wenn die nüchtern kommen,
dann kann man erkennen, kann der Körper die Regulation durchführen. Ne? Und es ist interessant, vielleicht, das habe ich vielleicht vergessen, vorhin zu sagen, auch einer aus der Schweiz, ein Professor hat das mal untersucht, der hat gesagt, alleine wenn das Immunsystem nachmittags hochgefahren wird, dann erhöhen sich die weißen Blutkörperchen von 4 auf bis zu 10, 15, bis 15.000. Das heißt, der Körper reguliert das enorm. Ne? Das heißt, und was ganz wichtig ist, vielleicht in dem Zusammenhang, weil wir gerade über Ernährung sprechen, sobald wir tierisches Eiweiß auf die Zunge legen, fährt der Körper sofort seine Alarmfunktion hoch. Er merkt, dass es eben tierisches Eiweiß ist. Der weiß, dass es eine hohe Bakterienzahl hat. Und wenn eine hohe Bakterienzahl hat, muss ich natürlich meine weißen Blutkörperchen erhöhen, damit die das wieder abbauen. Also die Polizisten im Körper, sag ich mal. Ne? Das heißt, aber das Ganze passiert nämlich nicht. Das hat dieser, kommt den Namen nicht drauf, hier aus der Schweiz, untersucht. Wenn du einen Salat vorher isst, weil dann hast du die Enzyme und dann kommt dieser Stressfaktor nicht. Und das ist oft der Fall, das gibt man ja oft im Restaurant, sieht man, die Leute hauen sich so ein ganz großes Schnitzel rein und Kartoffeln dazu und danach werden sie müde. Das heißt, wenn du nämlich da in dem Moment, wo du das tierische Eiweiß isst, können sich die weißen Blutkörperchen von 8000 bis auf innerhalb, hat er geschrieben, in 30 Minuten bis auf 30.000 erhöhen, auf 1 Milliliter, da muss er die Millionen ja sehen. Das heißt, die sind jetzt alle vom Gewebe ins Blut gegangen und machen da ihre Arbeit. Und dann passiert ja eins, sie gehen wieder zurück ins Gewebe und das gibt dir, das ist ein wahnsinniger Energieverlust, den du damit hast. Und damit erschöpft die Leute, sind die Leute erschöpft danach. Mhm. Also das ist schon ganz entscheidend dazu. Deshalb ist eben wichtig, der nüchtern Faktor bei einer Abnahme, sonst stimmt das eigentlich nicht. Mhm. Da muss man auch sehen, morgens zum Beispiel, gibt es, wenn man die roten, die weißen Blutkörper, die haben ja so drei Kammern, das war so drin, die müssen noch frei sein. Die dürfen noch nicht schon voll sein. Dann weißt du, der Körper ist in der Relation. Und wenn er schon voll ist, dann hat er die Nacht schon so viel gearbeitet, dann kann er nichts mehr aufnehmen, weil im Tag soll er ja nicht aufnehmen. Ne? Also man kann das sehr gut erkennen daran. Ne? Ja, wenn du jetzt gerade auch die Proteine ansprichst, viele Menschen haben ja wirklich einen Eiweißmangel und liegt das jetzt daran, dass die Menschen zu wenig Eiweiß zu sich nehmen oder funktioniert irgendwo in der Eiweißaufnahme, in den Regulationen oder Aufspaltungsprozessen, sind da irgendwelche Störungen bei uns? Genau, das, also einmal ist es so mit dem Eiweiß, ist schon richtig, das Eiweiß, was wir essen, müssen wir dran denken, muss alles, also im Stoffwechsel, also in den Nieren abgebaut werden. Das heißt, die Nieren scheiden ja dann auch das aus sozusagen, Ammoniak wird ja umgewandelt und das ist schon ganz wichtig, wenn man älter, wie ich gesagt habe, wenig Nierenleistung hat, dann wäre natürlich nicht gut, wenn man dann so ein tierisches Eiweiß isst, was so eine hohe Belastung, auch das Pflanzliche. Aber es gibt ja, kennst ja bestimmt, diese Eiweiß, diese Presslinge von dem Professor Moretti, der natürlich erreicht hat, dass es eben nicht über die Niere geht, sondern innerhalb von 23 Blut resorbiert wird. Das ist eigentlich der Schlüssel, muss ich sagen. Ich nehme die selbst schon seit 8 Jahren. Und kann sagen, ich bin auch immer fit. Ich stehe morgens um 6 Uhr auf und gehe um 23 Uhr ins Bett. Mhm. Ich kenne auch keine Mittagsmüdigkeit. Mhm. Also diese Aminosäuren sind sehr gut, weil du damit die Niere schonst. Also gerade für Leute, die Diabetes zum Beispiel haben, wenn die natürlich ständig ihre Niere belasten, dann ist ja die große Gefahr, dass sie später mal Dialysepatient werden. Und das könnte man bestimmt mit solchen Sachen verändern. Wir haben schon in meiner Lebenspartner Michaela in der Praxis jemand gehabt, der also ganz schwere Probleme hatte und der 3-4 Jahre das genommen hat und bis 85 Jahren geworden ist. Und super, weil du hast damit eben keine Darmbelastung, was ich sonst, also der muss ja der Darm alles abbauen und so weiter. Mhm. Das erreichst du damit. Das ist schon, was der Moretti da entwickelt hat in den USA, das ist schon spitze, muss ich sagen. Also das ist, wird auch leider so vergessen. Ist auch jetzt eine interessante Sache. Wir reden ja immer hier von, dass man Notration haben sollte. Man könnte sich das hinlegen und Wasser da hinlegen, da könnte man super überleben. Ne? Mhm. Weil man hat ja dann alles. Eiweiß ist der wichtigste Baustein, der kann ja auch alles selbst umbauen. Ne? Mhm. Also Eiweiß ist ganz wichtig, nur, und das muss man auch sehen, gerade weil du es auch ansprichst, im Alter ist es ja so, dass in den Muskulatur das Eiweiß verhärtet. Dadurch gehen wir so krumm. Mhm. Und durch diese Aminosäuren, die wir da zu uns nehmen, also die jetzt die Niere auch nicht belasten, kommt diese Stabilität, das heißt die Beweglichkeit wieder. Die können sich wieder verbewegen. Also es ist eine ganz tolle Möglichkeit, damit zu sagen, dass man eben dass die Leute später im Alter diesen Buckel und so weiter, das muss heute nicht mehr sein. Auch diesen Bechterew, dass man heute Menschen ganz krumm sieht, das muss nicht sein. Da kann man eine Menge machen, nur man muss anfangen, weil bei den Bechterew-Leuten, kennst du ja diese krummen Leute, die haben ja einen Schmerz und versuchen im Schmerz immer wieder auszugleichen. Dadurch kommt das. Aber da kann man heute eine Menge für machen. Das gibt schon Möglichkeiten. Könnte man auch. Ich habe mir auch überlegt, wenn ich jetzt jemand habe, der massiven Eiweißmangel hat, gebe ich dem da wirklich diese
diese... Diese Presslinge wären halt ideal. Oder gibt es irgendeine Stoßtherapie, wo ich sage, da kriegt der Körper mal eine Infusion oder irgend sowas? Kann man auch, aber ich würde, bei Eiweiß muss man mit Infusion immer aufpassen, da gibt es auch Reaktionen. Wir haben früher Frischzellen mal gemacht, da in der Klinik, wo ich war. Und da gibt's auch, da muss man schon wirklich aufpassen. Das ist nicht so ganz gut. Mhm. Aber mit dem kann man nichts verkehrt machen. Also dann da lieber die doppelte oder dreifache Menge ja, mal nehmen, jeden Fall. Um mal aufzufüllen. Sportler nehmen das ja auch. Man gibt's ja auch Untersuchungen, hat der Moretti auch bewiesen, dass Sportler, die das genommen haben vor dem Sport und nach dem Sport nehmen, wir haben also viele auch von Leuten bei uns Patienten, die sagen, ich habe viel mehr Muskelaufbau, weil du hast ja oft durch den Sport durch Überbelastung Muskelabrisse. Das sind Entzündungen, also ist gar nicht der Muskelaufbau. Weil ich habe vor 15 Jahren mal für so eine Fitnesskette mal eine Untersuchung gemacht, also auch im Dunkelfeld. Mhm. Und gleichzeitig habe ich den Laktatwert gemessen. Kennst du ja das immer, ja, ne? Ja. Und da habe ich festgestellt, dass in dem Fitnessstudio die Sachen, die da machen, sind ja gut, Fahrradfahren und so, aber sie sind alle, wenn man nicht Fett verbrennen will, dann muss man einen Laktatwert von 2,5 bis 3,5 haben. Und alles, was du da machst, oder die größte Teil, liegen die bei 6 und 7. Mhm. Das heißt, du bist im anaeroben Stoffwechsel, das heißt, du kannst kein Fett verbrennen. Das ist auch, wenn die Leute laufen. Wenn du zu schnell läufst, kannst du kein Fett verbrennen. Und dann bringt das ja auch nicht viel. Und wenn du im anaeroben Stoffwechsel läufst, das habe ich die Leute auch im Interview untersucht, die haben gesagt, ich mache hier so viel Action. Und wenn ich nach Hause komme, dann trinke ich eine ganze Flasche Bier auf Ex. Okay? Kann doch nicht richtig sein. Oder Saft. Und dann habe ich denen vor 15 Jahren gesagt, ihr müsst in den Fitnessstudios überall Getränkautomaten machen mit Säften. Da haben die mich ausgelacht. Hier gibt's nur Wasser. Ich sag, das geht gar nicht, weil die Leute brauchen, dass sie im anaeroben Stoffwechsel laufen, haben sie den Jab nach Kohlenhydrate. Und die wollen ja auch abnehmen, das heißt, müsst ihr ja wieder aufbauen. Dann, und jetzt findest du in jedem Fitnessstudio die Saftautomaten. Aber tut dieser Saft nicht eben das Insulin ausschütten, was wiederum die Fettverbrennung blockiert? Nein, also durch diese anaeroben Stoffwechsel, den du erreicht hast, führt es dazu, dass du den Jab auf diese Kohlenhydrate hast. Den braucht man ja auch. Aber ist doch völlig beides kontra. Ja, klar. Lieber langes Spazieren mit Wasser. Ja, genau. Oder? Also, genau. Das Spazierengehen ist deshalb schon interessant, auch in der Natur, weil du hast ja so Energiestreifen, diese Bänkerstreifen, die in der Natur sind, wo das Blut immer wieder dieses Abstoßen macht. In der Natur gibt es so Gitter. Echt? Gibt es so Naturgitter. Wenn man sich ich habe zum Beispiel eine Ausbildung gemacht zum geologischen Berater. Das heißt, man kann mit der Route arbeiten, das kann man auch mit dem Tensor dann machen und so. Und da kann man diese Energiestreifen dann auch so feststellen. Also die Natur ist das optimale Spazierengehen in der Natur. Dann löst sich die Geldrollenbildung. Ja, löst sich immer wieder auf. Also das heißt, macht immer diese Ping-Pong, die eigentlich richtig sein sollte. Ne? Aber im Fitnessstudio habe ich denen gesagt, ihr müsst diese Automaten reinstellen. Ich habe das dann so ein bisschen brutal gesagt, dadurch haben sie mich natürlich rausgeschmissen, weil mir egal, ich habe gesagt, die Frauen, die ihr abnehmen wollen, die werden mit dem dicken Hintern kommen, mit dem dicken Hintern wieder rausgehen, weil du nimmst nicht ab damit. Ne? Man muss dann auch beim Abnehmen, gerade sind, kann man noch mal kurz sagen, wenn jemand zum Beispiel gerade diese Aminosäure nimmt, und dann muss er die nicht mit der Nahrung nehmen, sondern die muss ja zwischengenommen werden. Das wird auch verkehrt genommen. Du musst sie dazwischen nehmen. Also ich nehme die meistens morgens, wenn ich aufstehe, nehme ich 4, 5 Stück. Mhm. Oder bin ja gestern hier runtergefahren, 9 Stunden, hier zu euch zum Studio. Da habe ich gestern Morgen, als wir um 6 Uhr losgefahren sind, habe ich 5 von den Presslingen genommen und konnte bis hier super fahren. Also ich bin hier gut angekommen. Also wenn man solche Autofahrten macht, also alles, was man mit das ist ja geistige Arbeit quasi, dann ist es ideal, Eiweiß zu nehmen. Ich habe das auch bei meinen Ernährungsberatern, die viele Ausbildungen gemacht habe, viele Schulen gehabt habe, habe ich den Leuten immer klar gemacht, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Kraftwerk sitze und muss nachts arbeiten, dann lohnt es nicht, Brot mitzunehmen. Dann ist es besser, du nimmst eben ein Stück Fisch oder nimmst ein Stück Hähnchen mit und machst da Zitrone drüber, sprühst du ja, dann hast du die Aminosäuren und die werden super aufgeschlüsselt durch die Zitronensäure. Das schlüsselt das auf. Mhm. Also wenn die Leute Brot essen, weil du sitzen ja nur. Brot ist für die interessant oder Kohlenhydrate für die interessant, die viel Bewegung haben. Der Briefträger, der müsste natürlich mehr Brot essen, aber der Student, der ist besser, wenn er Eiweiß zu sich nimmt, als wenn er jetzt sich da Brot reinhaut. Das ist genau verkehrt. Ja. Also die Ernährung spielt schon, da muss man gucken, welche Berufsgruppe die Leute haben, ne? Zum Beispiel ein Busfahrer, der muss sehr konzentriert sein. Oder überhaupt Zug oder solche Leute, die sollen eigentlich viel mehr Eiweiß zu sich nehmen, als wenn sie jetzt eben diese Kohlenhydrate zu sich nehmen. Ne? Also das ist schon ein ganz wichtiger Faktor und da wird überhaupt nicht drauf geachtet. Ne? Mhm. Also Zitrone ist immer sehr gut, weil das spaltet die Aminosäuren auf. Das ist super. Das macht man ja auch zum Beispiel, wenn man Lachs isst oder so. Ja.
oder Fisch, ne, macht man die Zitrone, ist ganz wichtig, dass man das auch drüber macht, weil damit werden die Aminosäuren aufgespalten. Ne? Was auch interessant ist, habe ich immer gelernt, Freunde von den sind Juden und die machen dieses Osterlamm. Das Osterlamm kennen ja die viele Leute. Dann machen die nur, die machen vorher ein Feigenpüree, also die machen Feigen, ein Püree und dann essen die dazu noch Chicorée-Blätter. Also das heißt, Feigenpüree ist total basisch, die Feigen sind ja Basen, dann hast du die Bitterstoffe, das sind die Chicorée-Blätter und danach essen die dann sozusagen ihr Fleisch sozusagen und können dann auch Rotwein dazu trinken, weil durch die Basenflut von dem Feigenpüree hast du so eine Basenflut, dass das für den Magen gar nicht belastet ist, auf jeden Fall. Ne? Okay. Vielleicht am Magen fällt mir jetzt gerade noch zusätzlich ein, von vorhin nochmal auf die Konobie zurückzukommen, die wir schon mal in einem Vortrag hatten. Der Magen stellt sozusagen bis 3-24 Uhr seine ganze Salzsäureproduktion ein. Das heißt, wenn du spät abends was isst, dann liegt das ja wie Stein im Magen. Das heißt, du hast dann immer eine Belastung. Was man natürlich noch machen kann, man kann dann Roquefort-Käse essen, weil Roquefort-Käse hat Enzyme, der dann das Ganze wieder aktiviert. Also wenn du spät abends noch auf eine Feier eingeladen bist, gibt es ja meistens als Nachtisch kannst du ja wieder Süßspeise nehmen oder Käse. Und dieser Roquefort-Käse ist ideal, weil der die Enzyme bildet, dass der Magen, dass die Sachen, die man spät noch gegessen hat, gut abbaut. Fiel mir jetzt da im Zusammenhang nochmal ein. Super. Ne? Unglaublich, so spannend alles. Ne? Und vielleicht noch eine andere Sache, Oliven kennen wir ja alle. Schwarze Oliven sind leider gefärbt, die sind nicht echt. Entweder kaufst du die wunderschönen grün und du kannst ja die roten kaufen, das sind die richtigen. Ne? Mhm. Das andere, wenn ihr mal sich angucken sollte, mit wie viel Phasen das gemacht wird, ist schon enorm, was da passiert. Ne? Ja, da muss steht man schon, auch drauf, ne, auf jeden Fall, ja, wenn man es umdreht. Ja. Ja. Nochmal ganz kurz, weil wir jetzt so schön in diesem Eiweißthema drin waren. Was sagst du zu diesen anderen Quellen? Erbsenprotein, solche Geschichten, ja. Sojaprotein, Hanfprotein. Das hängt damit zusammen. Wir haben ja gerade über dieses andere gesprochen von Moretti. Das Besondere bei Moretti ist, dass er nur 1% Stickstoff bildet. Mhm. Und bei den anderen Produkten wie Soja hast du ungefähr 60-70% Stickstoff. Das heißt, im Grunde genommen hast du dann genau nicht das erreicht, was wir wollen. Wir wollen ja die Niere damit schonen. Und das kann man mit den anderen Sachen nicht machen. Das ist das Unterschied. Auch wenn du diese Eiweißdosen in den Fitnessstudio, erstmal nehmen die Leute meist zu viel. Das lagert sie den Gelenken ab. Und dann kriegen die natürlich mit der Zeit Ablagen in den Gelenken. Das wird natürlich ein paar Jahre dauern. Also ich hatte viele Bekannte, ich bin auch früher gejoggt mal eine Zeit und dann kam ich sozusagen, wo wir uns immer getroffen haben, an den Platz hin und mir war richtig schwindelig. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht gesund sein, was ich hier mache. Kann für gar nicht gut sein. Dann habe ich mal gemessen, da habe ich einen Laktatwert von 6 gehabt oder so. Das passt überhaupt nicht zusammen. Und da habe ich gesagt, das kann nicht der richtige Weg sein. Und wenn die viele Bekannte von mir, die haben heute schon eine neue Hüfte, Kniegelenk und so weiter. Also das ist alles nicht. Die Leute sind ja auch früher nicht gejoggt, die sind spazieren gegangen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und spazieren gehen ist eigentlich das Optimale. Du hast eine gute Durchblutung, eine gute Sauerstoffversorgung. Aber wenn ich sehe, manchmal bei 35 Grad, da gibt es ja welche Leute, die dann da rumjoggen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, die haben es nicht verstanden. Weil damit machst du den Körper wirklich kaputt. Ne? Und diese ganzen, wenn du sagst, du warst in der Fitnessstudio-Branche, dieses Whey-Protein und sowas. Ja, das meine ich ja, das sind ja diese Sachen, ist ja richtig, die sagen, ist ja eben pflanzliches Eiweiß, aber es lagert sich ab, weil es einen hohen Stickstoffanteil hat. Das ist das Schwierige dabei. Dieser Stickstoffanteil, der ist entscheidend und das ist ja das bei dem von Moretti, dass er eben diese 1% hat, das ist ja einmalig und das, ja, okay. Ne, das muss man wirklich sehen und. Kann man dann auch gut den Kindern geben. Wie gehen, auch für Tiere. Ja. Unser Hund kriegt das auch. Ah ja. Kann ich ja, ne? Man kann das ja dann rein, das ist ja so Presslinge, die kannst du ja so zu drücken, ne? Ja. Also das ist wirklich das Optimale. Und du wirst ja auch merken, dass die Leute auch gerade zum Abnehmen ist es ideal, weil wenn du genug Eiweiß hast, hast du keinen Appetit auf Süßigkeiten. Und das ist ja bei vielen Menschen heute so, dass sie durch den Dauerstress, den wir haben, versucht der Körper mit Kohlenhydraten auszugleichen. Und das ist ja nicht auf Dauer, ist das fundmäßig, zeigt sich das dann auch. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Sehr spannend wieder. Schön, dass du da warst. War jetzt echt ein spannender Rundumblick auch nochmal, gerade mit dem ganzen Leinöl. Das fand ich auch mal schön, dass es mal jemand erklärt hat. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, würde ich mich auch freuen. Ja, danke, lieber Karl-Heinz. Ja, danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen an Informationen. Extrem spannend, vor allen Dingen gerade, dass wir mal wieder auf eine gute Eiweißversorgung kommen und wünsche Ihnen eine gute Zeit und viel Erfolg dabei und bis bald. Tschüss.